Heute erwarten Sie ein paar Rangieraufträge rund um den Hafen. Bitte achten Sie genau auf Ihren Arbeitsauftrag, der auch heute wieder Ihre einzige Hilfe sein wird. Die Zwergsignale an Gleis 621 und 514 sind defekt. Sie dürfen diese einfach überfahren. Ja, und mit dieser Einleitung recht herzlich willkommen zum Rangierszenario mit der Foslo G6 im Train Simulator. Wir haben uns heute die Foslo G6 von Northrail geschnappt, einem Eisenbahnverkehrsunternehmen, welches diese wunderschöne kleine orange Diesellokomotive beschäftigt. Und ja, der Motor läuft schon, die Lokomotive scheint schon aufgerüstet zu sein. Wir setzen uns mal direkt hinein und dann können wir eigentlich auch direkt loslegen. Federspeicherbremse ist bereits gelöst, das Licht ist richtig eingestellt. Wir haben hier noch das Hoppelhäschen, das kann auch eingestellt bleiben, bis wir dann wirklich anfangen mit Rangieren. PZB und SIFA bleiben ausgeschaltet beim Rangieren. Die Instrumentenbeleuchtung, die schnappen uns auf jeden Fall noch mit. Und natürlich die Beleuchtung im Führerstand. Wir wollen geradeaus fahren, also nach vorne geradeaus fahren auf jeden Fall. Und dann lösen wir hier noch schnell die Bremsen im Führerstand. Wir machen ganz kurz noch einen Leuchtmeldetest. So, hier funktioniert alles, okay. Und hier genauso. Okay. So, der Helm liegt schon dort. Der Kaffee zittert. So soll's sein. Und die Funkfernbedienung ist auch hier oben. Alles klar. Dann geht's los für uns. Und es heißt Abfahrt. So, wir fahren zuallererst nach Vettel, Gleis 631. Und dort geht's dann an die Containerwagen dran. Kurze Fahrwegprüfung. Die hier sollen wir ankuppeln. Die Weiche muss noch gestellt werden. Super. Dann hätten wir es gleich. Okay, Höchstgeschwindigkeit für uns heute beim Rangieren. Vmax 25. Schneller dürfen wir nicht werden. Und wir haben ja deswegen auch die Möglichkeit, heute hier ohne PZB und ohne SIFA zu fahren. Alles ganz entspannt. Wenn ich es richtig erkenne, sind wir hier im Hamburger Hafen. Ich habe jetzt selbst gar nicht so genau geschaut, wo es heute für uns lang geht. Das ist hier mehr so ein bisschen, naja, auf gut Glück. Wir müssen uns heute mal beweisen im Chaos. Hier drüben unsere kleine Schwestermaschine, auch von der Northrail. Und dahinter von der DB, von Railion, die 294er. Beide Lokomotiven. So ein ganz kleines bisschen Leistung können wir aufgeschaltet lassen. Nochmal beschleunigen. Zack. Ja, und erhält so brav die Geschwindigkeit. Ja, an der Foslo G6 haben wir ziemlich viele Möglichkeiten. Das ist ja eine Expertline-Lokomotive, wie sie lange Zeit bei Virtual Railroads verfügbar war. Mittlerweile ist sie leider irgendwie aus dem Sortiment rausgenommen worden. Keine Ahnung wieso. Ich finde die Lokomotive richtig, richtig geil. Und sie bereitet mir persönlich einen Heidenspaß. Ich könnte sie am liebsten stundenlang fahren am Tag. Ja, wie gesagt, riesiger Simulationsumfang. Wir können nahezu jeden Schalter hier drin irgendwie bedienen. Die Türen von der Lokomotive sind leider nicht öffnbar. Dafür haben wir aber ja, so richtig coole Features wie Scheibenwischer, die in einem richtig geilen Intervall funktionieren. Wir haben Sachen wie ja, Fahrschalter mit dynamischer Steuerung hier für Leistung auf, Leistung ab und Bremskraft. Wir haben eine voll funktionsfähige PZB, eine SIFA mit an Bord. Wir können zwischen tiefen und hohen Horn wählen. Wir haben, ach, wir haben einen riesigen Umfang hier wirklich, was wir alles bedienen können. Also quasi das, was halt Expertline-Lokomotiven abbilden sollen. Stufenbeleuchtung, die können wir mal noch einschalten draußen. Dann leuchtet das hier unten so schön. An den Türen rechts und links. Vorne und hinten. Ventilator dreht sich auch hier oben. Der Lüfter in dem Fall. Ventilator ist was anderes. Der sollte hier drinnen stehen, wenn es zu heiß wird. Ja, also der typische Simulationsumfang, wie man ihn von Expertline-Lokomotiven kennt. Und das Ganze halt runter transformiert auf eine wunderschöne kleine Diesellokomotive.
So, wieder ein bisschen Leistung dazu. Wir werden zu langsam sonst. Dann geht es hier vorne für uns über die Brücke drüber. Das müsste die Elbe sein. Das müsste alles Elbe sein. So, die Sonne scheint uns direkt ins Gesicht. Noch. Da hinten haben wir dann nochmal eine halbe Sonne. Damit das Ganze auch schön authentisch ist. So, und wenn das Signal dort vorne für uns gilt, nein, gilt es nicht. Wir haben alle schon schön angehalten. Da drüben auf der Straße kommt nichts. Oh, richtig cool, hier überall noch mit Rangierarbeitern. Ja, der liest wieder irgendwie die Zukunft in seiner Hand gerade, oder auf jeden Fall fummelt er da irgendwas rum. So, und dann sind wir gleich da. Das heißt, an unserer Stelle hier schon mal Leistung runternehmen, Bremskraft dazu schalten. Wir schnappen uns in dem Fall die Motorbremskraft. Die lockert ja auch eine dynamische Bremse. Und dann hier den Rest mit der Luftdruckbremse, Lokbremse. Nochmal mit angezogener Bremse Puffer stauchen. Oder überhaupt erstmal bis dran fahren. So, wir sind an den Wagen dran, das heißt für uns, einmal raus aus der Führerstandskabine, kurz runtergeklettert, vor zu den Wagen und dann hier einmal bitte die Kupplung einhängen. Na, gestaltet sich mal wieder fies. So, wir haben in dem Fall auch die Rangierkupplung heute mit dabei. Das ist schön gemacht. Die Automatikkupplung, okay. So, was haben wir hinten dran? Einmal Containerwagen, alles klar. Das geht dann einmal in Richtung Vettelgleis 518 und 620 soll man anhalten. So, ist der Weg schon gestellt? Ja, das ist er. Genau. Dann wieder auf die andere Seite wechseln. Das Pult aktivieren. Hier geht es ganz kurz mit der Bremse in die Stellung 0. Lokbremse wird gelöst. Und Leistung aufschalten. So, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Zugkraft. Aber für die Vossloh G6 auch kein Problem. Klein, aber fein. So lautet das Motto bei diesem Fahrzeug. Ein bisschen mehr beschleunigen. Dann Leistung wieder runternehmen. Hier vorne halten wir dann mal an. Jetzt mit Wagen können wir nämlich nicht so leicht abbremsen vor dem Bahnübergang. Schnappen wir uns noch das Führerbremsventil. Bisschen die Bremse schon anziehen. So, alles klar. Der LKW bleibt auch noch stehen, der dahinter ebenfalls. Dort hinten steht auch noch einer. Und dann geht's für uns langsam raus. So, kurz Füllstoß mal geben. Und Leistung auf. Super duper. Das Licht mal noch richtig einstellen.
Und dann kommen wir da angerollt. Oh, ist das geil. So klein und so laut. Kennt man ja auch das Prinzip, ne? Ist wie beim Chihuahua. Auch schön klein und immer der lauteste auf dem Platz. So, hier drüben auch alles gut. Hat alles angehalten. So, ein bisschen mehr Leistung wieder. Auf 25 beschleunigen. Wir müssen natürlich immer so fahren, dass wir vor jedwegem Hindernis anhalten können. Und dass natürlich auch vor jedem Signal angehalten werden kann. Ja, grundsätzlich fahren wir ja eigentlich immer auf Sicht. Und im Train Simulator ist das immer so eine Sache. Da ist eigentlich jede Fahrt eine Fahrtaufsicht, wenn man es so möchte. Das ist halt, ja, ein bisschen schwierig hier umzusetzen. Vettel 620. Das meint jetzt nicht den Rennfahrer. Der wird ein bisschen anders geschrieben. Das ist ein Kilometer. Genau, da geht es über dasselbe Gleis, wie wir schon hergefahren sind. Die Weiche ist auch richtig gestellt. Nicht, dass wir über die Straße geschoben werden. Das ist auch cool. Da drüben steht ein Signal. Man könnte meinen, es gilt für die Straße. Aber hier führt tatsächlich ein Gleis lang. Was ziemlich komisch verlegt wurde. Aber okay, ist halt so. Hier drüben geht es dann wieder an den Kai dran. Also so nennt man immer die... Ja... Entladestationen am Wasser. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Es ist laut Szenario 7.12 Uhr. Also noch früh am Morgen. Gut, und bei Vettel 620 ist dann Schluss, also das Gleis noch vor dem Prellbock. Wir haben sicherlich einmal hier über die ganzen DKWs drüber gelotst. Das Signal hier unten zeigt zwei weiße Lämpchen für freie Fahrt. Alle anderen roten Lämpchen hier unten HP0. Überall durchs ganze Gleis Beet durchgesät. Lauter Gleissperrsignale. So, wir haben schon Bremskraft vorgewählt für die dynamische Bremse. Denn ich gehe stark davon aus, dass wir gleich das Signal vor die Nase gesetzt bekommen. Das sollte dann hier vorne sein. Ich glaube, da müssen wir anhalten. Ja. So, Bremskraft der Lokomotive nutzen. Und das Führerbremsventil können wir uns auch schon schnappen. Ja, hier wird jetzt in dem Fall freie Fahrt angezeigt, obwohl wir hier anhalten müssen. Das wird auch immer ein bisschen abhängig davon, wie der Fahrtauftrag lautet. So, Zug steht. Und dann geht es sicherlich gleich für uns in die umgekehrte Richtung. In dem Fall wäre das dann eine geschobene Rangierfahrt. Signale an Gleis 621 und 514 sind defekt. Bitte ignorieren Sie diese einfach.
Können wir machen. So, auf 518 sollen wir jetzt abkuppeln. Das heißt für uns drücken, genau. Wir können eigentlich auch auf der Führerstandseite hier bleiben. Einmal runter mit dem Pfeilchen. Die Bremse komplett lösen. Die Lokbremse ist schon gelöst. Okay, und dann wird gedrückt. Oder auch nicht. Jetzt wieder die Frage, wir müssen alles auf Null stellen, sonst registriert es die Lokomotive manchmal nicht. Wir sollten jetzt auch mittlerweile echt mal in den Rangiergang wechseln, das hatte ich vergessen. Ich meine, wir haben jetzt keine große Last hier irgendwie dran hängen, aber Signal soll ignoriert werden, wurde gesagt. Und dann kommen wir auf Gleis 518 an und dort stehen auch schon andere Güterwagen. Wie gesagt, im Auftrag stand, wir sollen es ignorieren, also keine große Sache draus machen. Ja, und da wir sowieso ohne PCB unterwegs sind, müssen wir hier auch keine Befehlstaste oder irgendwas drücken. Wir haben den mündlichen Befehl vom Fahrdienstleiter erhalten. Das reicht heute hier. Und dann geht's in das Gleis rein. Auch wieder an der Stelle die 25 nicht überschreiten. Und dann wird das hier sein. Andere Containerwagen dort vorne. Beziehungsweise, nee, es sind eigentlich Rungenwagen, aber die haben hier im Simulator einfach Container oben drauf gesetzt. Das ist auch durchaus möglich bei den Wagen. Damit wir dann gleich nicht zu schnell dran rasen. Die E-Bremse, oder eine E-Bremse ist es nicht in dem Fall, aber die dynamische Bremse ist hier schon eingestellt. So, wir müssen mal vor ans andere Ende vom Zug. So, das sind jetzt noch drei große Masten, alles klar. Ein großer Mast. Da vorne kommt der zweite. Und beim dritten ist dann ungefähr die Stelle erreicht, an der wir stehen sollten. Bremsen schon stark ab. Ach, einen Mastabstand haben wir sogar noch. Okay. So, dann rennen wir mal ganz kurz raus mit unserer Rangiersteuerung. Da ist noch ganz viel Platz. Da ist noch ganz viel Platz. Kommt nochmal schnell beschleunigen auf 10 km pro Stunde. So, und jetzt stehen wir hier vor dem Güterzug. Achso, wir sollen noch ankuppeln. Gut, dann müssen wir auch noch ankuppeln. Lösen nochmal. Und die letzten paar Meter.
Na? Ja, manchmal will die Lokomotive keine Leistung aufschalten. Jetzt will es wieder. So, wir stellen uns einmal hier ganz kurz zwischen die Puffer rein. Wir sind ja so lange geschützt, wie die Wagen nicht wegrollen. Und dann einmal hier dran. Wir können schon wieder die Bremse einlegen an der Lokomotive. Genau. Kupplungsbügel einhängen. Zack, zudrehen. Und fertig an der Stelle. Wieder vor zur Lokomotive. So, Viertel 518. Sollen wir hier auch die Wagen? Ja. Wagen abkuppeln. Das heißt also für uns einmal Rangierkupplung aushängen. Zack, hoch damit. Reinklettern in den Lok wieder. Okay. Nächster Haltviertel 620. Wir können nur in die eine Richtung. Also Bremsen schon mal lösen. Fahrtrichtung senden wir nach vorne. Das kann auf aus. Und dann sicherstellen, ob der Fahrweg richtig ist. Das müssen wir nämlich auch im Simulator übernehmen. Im Train-Simulator sind wir Lokführer und Fahrdienstleiter zugleich. So, die Lokomotive rollt jetzt sicherlich gleich schon los. Das kann es auch tun. Vor uns ist er sowieso frei. Ah, okay, das ist dasselbe Gleis wieder wie gerade eben. Sie will wieder nicht. Jetzt muss er aber. Die kann sich nicht immer alles aussuchen. Kleine Rangierlok. Auch wenn sie niedlich ist. Das ist wie bei Babys, die dürfen auch nicht alles machen. Problematisch wird es immer dann, wenn sie anfangen, mit den Fingern in den Steckdosen rumzupulen. Dafür gibt es ja noch extra diese Schutzadapter, die man oben drauf machen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Auch wenn die genauso klein und niedlich sind, wie hier so eine schöne kleine Rangierlokomotive. Jetzt ist die Frage, was würden wir bevorzugen? Rangierlok oder Baby? Eine Frage, die sich jeder selbst stellen muss. So, 620, das heißt wieder vor dem Zwergsignal. Das geht dann auch relativ flott wieder. Wir legen einfach die, ne? Lokbremse, genau, direkt dann wieder voll an. Kommen zum Stehen. Geht relativ schnell. So, wir stehen auch genau hinter dem Signal. Supi. Und dann warten wir auf den nächsten Auftrag. So, Viertel 620. Dann nach Viertel 514, also geradeaus weiter. Na cool. Wieso sollen wir dann anhalten? Ach so. Nee, doch, weiter in die Richtung. 621. So, Genehmigung zum Überfahren des haltzeigenden Signals erteilt. Ah, wir sollten mal gucken, ob wir auch wirklich dort ankommen, wo wir hinwollen.
Ist auch noch 514. Nee, hier stimmt irgendwas nicht. Hier stimmt irgendwas nicht. 514 ist in die andere Richtung, deswegen. Okay. Also doch. Licht wieder umstellen. Wir fahren dann nach vorne. So, auf 0. Das kann man schon mal lösen. Dann hier wird auch auf 0. Das auf 0. So, geht dorthin. Alles klar. Der Fahrweg ist auch richtig. So, das Signal sei defekt. In dem Fall wird uns sogar die Genehmigung erteilt. Okay. Wir kommen. Das dürften dann die Containerwagen hier drüben sein. Geht's wieder schon durch die Kreuzung durch. Die Schienen sind hier auch im Güterbahnhof alle so richtig dreckig irgendwie. Die müssen doch eigentlich so stark befahren sein, die Oberflächen sollten alle glänzen. Ja, der Rost, der setzt sich ja schon nach wenigen Tagen an, wenn da mal kein Zug drüber gerollt ist. So, bis an die Wagen dran. Ich weiß gar nicht, ob uns die dynamische Bremse bis zum Stillstand runterzwingt. Nee, ganz zum Halten bringt die uns auch nicht. Das ist nämlich typisch für eine dynamische Bremse. Die bremsen in der Regel mit Motorbremskraft. Und das geht nun mal nicht bis auf Null. So, das Licht können wir schon mal ausschalten und wieder umkehren. Und dann die Puffer stauchen. Ja, wieso nimmt die Lokomotive die Leistung nicht raus? So. Wieder raus aus der Lokomotive. Helm aufgesetzt. Nach vorne gegangen und wieder die Rangierkupplung eingegangen. Also normalerweise macht es das dann automatisch, ne? So, den hätten wir dran. Dann nach Vettel 621. Richtungsumkehr. Los geht's. Ist das Licht schon umgestellt? Ja, ist es. Talwagen. Die fahren nur bergabwärts. Ach, diesmal halten wir auf 621, das heißt, wir fahren durch bis zum Drehbock. Wie viel Zeit das Rangieren in Anspruch nimmt, ist unglaublich. So, ich glaube, auch das Signal ist wieder defekt, ne? Irgendwas war ja.
irgendwas ist immer. Ja, Genehmigung zum Überfahren des Halbzeichensignals wird auch verweigert. Wir schauen ganz kurz nach, ob es theoretisch möglich ist, weiterzufahren. Ja, das ist theoretisch möglich. Und da uns das auch schon von Anfang an zugesichert wurde, machen wir es auch. Kommt auch kein anderer Zug. Alles gut. Befehl haben wir ja erhalten. Und damit wir den Brellbock nicht küssen, bremsen wir schon mal ab. Na komm, über die Weiche noch drüber. Jo. Sauber. Ja, ganz so sauber war das dann doch nicht, ne? Okay, Gleissperrsignal sagt schon freie Fahrt. Aber zeigt die Weiche auch in die Richtung, wo wir hinwollen? So, nach 102 sollen wir. Darunter. Nee, dann geht's sicherlich einmal über die äußere Strecke und das ist nicht der Fahrweg, den wir haben sollten. Wir müssen noch ein Stückchen nach vorne. Einmal nach vorne, komm, Bremsen lösen. Ich gebe doch schon Füllstoß. Das macht man normalerweise ja nicht. Kann zu einer festen Bremse führen. Ganz kleines Stückchen. Bis sich hinten die Weiche schaltet. Ja, und jetzt hat sie geschalten. Können wir schon wieder die Richtung umkehren. So, gib Gummi. Wir gehen davon aus, dass wir vorne einen Rangierbegleiter dran haben. Der sagt uns jetzt, du, so weit darfst du noch fahren. Hier vorne kommt ein rotes Signal. In dem Fall übernehmen wir das mit unserer Drohne. Saalehafen, 102. Super, hier vorne überall Freifahrt. Das zieht sich wirklich durch, ja. Wir müssen dann nur noch mal wieder nachschauen, wenn wir eben vorne den geraden Streckenabschnitt hier verlassen. Normalerweise wird uns jetzt der Rangierbegleiter immer durchsagen, du hier 1000 Meter noch, 500, 200, 100, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Unfall. Möglichst ohne die letzte Phrase. Und dann hätten wir halt gewusst, wie wir fahren sollen. Was haben wir denn eigentlich hier für Container mit dabei? Das interessiert mich jetzt mal noch. Grün, blau, orange, orange, orange. Nochmal orange, aber kein Container. Steht gar nicht genau dran, was drin ist, ne? Max Gross, Terror, Net, Q-Cup. So, 30.480 Kilogramm. 2185 Kilogramm. Ich weiß jetzt nicht, was das alles für Gewichte sind. Wahrscheinlich einmal Leergewicht. Dann maximales Gewicht wahrscheinlich. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Hoffe ich mal. Das wär's doch auch. So ein Container als Wohnung. Machst ein Fenster rein, rechts und links. Ja gut. Vielleicht sollst du hinten noch eins reinmachen. Ist nur ein bisschen, ja, problematisch, wenn du dann auf irgendeinen
großes Containerschiff geladen wirst und rechts, links über die Unterwehr sind ein Container, kommst du nicht mehr raus. Ja, aber das wäre doch mal eine geile Idee. Dann auf dem Güterzug drauf und dann fährst du einmal durchs ganze Land durch. Ist das nicht eine coole Idee? Ich glaube, das ist nicht umsetzbar. Weil einerseits, du hast ja natürlich biologische Abfälle, die deinen Körper absondert. Will ich jetzt mal nicht näher drauf eingehen. Wir wissen alle, von was die Rede ist. Wir brauchen ja auch ein bisschen Essen. Frischwasser. Guten ein paar Sonnenstrahlen am Tag wären auch nicht schlecht. Und Luft. Damit sollten ja alle Grundbedürfnisse gestillt sein. Und das alles in den Container reinzubekommen, beziehungsweise ersteres wieder rauszubekommen aus dem Container, stelle ich mir ein bisschen problematisch vor. So, geht das jetzt geradeaus weiter? Okay, dann brauchen wir nicht abbremsen. Wieder beschleunigen. Naja, und ich denke mal, auf Dauer in so einem Container zu leben, ist ja auch nicht das Ziel des Lebens. Also, nicht mal der Weg sollte in dem Moment als das Ziel angesehen werden. So, stark abbremsen, denn hier vorne geht es wieder über die Straße drüber. Einmal absichern, dass wir auch wirklich weiterfahren können. Alles frei in der Richtung. Hier steht immer noch derselbe LKW. Genau, und dann geht's los. Ich glaube, da ist dann doch schon besser, einfach so einen eigenen Güterwagen irgendwie zu kaufen und den als eine Wohnung auszustatten. Mit dem Container ist man natürlich viel flexibler. Den kannst du aufs Schiff draufpacken, kannst einmal um die Welt damit segeln. So, Saalehafen 102, Weichen sind gestellt, alles klar. Hui, es geht aber hier hoch und runter bei dem Bahnübergang. Richtig holprig. Ich glaube, so Wohncontainer, die gibt es ja sogar, ne? Man kennt das ja von Baustellen. Ja, die Wohncontainer haben halt immer so das Problem, du musst die Dinge halt irgendwie ständig mit irgendwas versorgen. Ob das Frischwasser ist, ob das Elektrizität ist. Dann kannst du jetzt nicht einfach ein paar Solarplatten oben drauf klatschen. Nach dem Motto, der macht das schon. Spätestens dann, wenn sie so übereinander stehen und dein Container hier oben drin ist und du irgendwie da runter möchtest, dann bist du gefangen, mehr oder weniger. Du brauchst schon eine echt große Leiter. So, wir kommen zum Stehen. Lokbremse wird allein nicht angezogen und dann stiefeln wir wieder aus der Lokomotive hinaus. So, runtergeklettert. Genau, Wagen abkuppeln. Zack, Rangierkupplung wieder hoch und das Licht können wir auch schon wieder umschalten, damit wir das gar nicht erst vergessen. Normalerweise hätten wir jetzt beim Rangieren hinten und vorne weiß, aber das lässt sich bei der Lokomotive hier leider nicht einstellen.
So, Saalehafen 103 soll das nächste Ziel sein. Aber was sollen wir in 103 denn bitte schön ankuppeln und abkuppeln? Ach, wahrscheinlich sollen wir nicht alle Wagen abkuppeln. Bringen Sie den blauen und grünen Container nach Saalehafen. Alles klar. Alles klar. Dateistand für uns. Kupplung wieder dran. Blau und grün. Und hier Kupplung auseinander. Zip. Wieder reingeflogen in die Lokomotive und die Lokbremse gelöst. Fahrtrichtung seiner in Vorwärtsstellung. Und einmal Mittelleistung auf 0. Und los geht's. Okay, drei Wagen haben wir noch hinten dran. Wir müssen einmal bis über die Weiche drüber. Das ist dann eine Handweiche, die kann man manuell stellen. Wie viel haben wir noch an Aufträgen? Bis 19. Okay. Ich würde mal meinen, wir sind heute relativ fix unterwegs, ne? Wir haben uns gar nicht so viel Zeit gelassen. Reicht das schon? Ja, das reicht. Super. Die können wir lösen, die können wir lösen. Nee, die brauchen wir noch. Wenn auch nur leicht. Den können wir schon umstellen. Auf aus ist er auch. Gut. Raus wieder aus der Lokomotive. Runter. Dann Weiche umlegen. Weichen legen wir nur, wir können sie nicht stellen. Das wäre an der Stelle der falsche Begriff. Mit der Rangiersteuerung wäre das jetzt hier echt schön rumzuspielen. Es wäre nochmal noch geil, wenn das irgendein Entwicklerstudio mal noch fabriziert. Für Train Simulator. Für Train Sim World? Ah, das ist gut möglich, dass es das bald geben wird. Ich weiß es aber auch nicht. Und dazu keine Informationen. Ich nehme es nur mal an. Das ist da durchaus realistisch mit Unreal Engine. So. Und dann abkuppeln. Hansahafen 104. Bremsen lösen. Aufstellung aus. Na gut, Bremse ist noch nicht ganz gelöst. Wir können noch nicht Leistung aufschalten. Jetzt aber. Es geht für uns Richtung Hansahafen, das heißt, gute Frage, wo genau geht's hin? Das Signal davon ist rot, komischerweise. Okay, müssen wir gleich mal anhalten. Aber die Weichen sind gestellt. Dann rufen wir mal schnell beim Fahrdienstleiter an. Der Fahrdienstleiter antwortet uns nicht. Genehmigung zu überfahren, das Halbzeichen den Signals erteilt. Alles klar. Dann geht es weiter aus dem Gebiet raus. Vorbeifahren ist wie gesagt genehmigt. So, wir machen jetzt nochmal was, was wir normalerweise nicht machen. Mit vollen 25 km/h jetzt hier drüber brettern. Über die Straße hin ist alles frei, kann ich einsehen. Hier vorne auch. Kommt nichts. Schnell drüber. Hansahafen 104. Nächster Halt. Hier vorne nochmal aufpassen. Hier kommt bestimmt nochmal ein Gleissperrsignal bei der Einmündung. Nee, ist keins da. Okay. Aber da vorne auf der Brücke. Ja, was mir beim Rangieren hier schon aufgefallen ist im Train Simulator, wir haben nirgendwo zwischen den Weichen
die Grenzzeichen, die uns anzeigen, wie weit wir mit einem Zug fahren müssen, bis dass er nicht mehr im benachbarten Gleis drinnen steht. Die fehlen irgendwie im kompletten Train Simulator, habe ich so das Gefühl. Nur auf Freiburg-Basel, da würde ich meinen, dass sie dort einzeln vorhanden sind, in der Reloaded-Version. Und auf Koblenz-Trier Reloaded wahrscheinlich. Ach, dann dürfen wir jetzt da über die Straße drüber, genau, was ich vorhin schon mal angemerkt hatte. Genau, dann geht's für uns hier hinten dann wieder rein. Fahren dann irgendwo in dieses Industriegelände rein. Da werden wir dann die nächsten Wagen ankuppeln. Also auch hier, die ganze Straße ist wirklich weiträumig frei. Das Anhalten spare ich mir hier. Lokomotive auf Leerlauf. Hansahafen 104. Oh, das geht aber nach rechts und links auf dem Gleis. Da war richtig hin und her geschubst. Gewechselt. Oh, wie die Lokomotive dasteht. Total schräg. Die unten, die hebt ja ab förmlich. Die hebt sogar ab, die Lokomotive. Unsere schwebende Lokomotive. Ich wollte schon sagen, solange wir hier fahren, schwebt uns keiner übers Wasser. Die Lokomotive kann das bestimmt auch. So, rückwärts. Einmal den Fahrstand wechseln. Das Signal ist mal wieder auf Rot. Wir fahren an der Stelle gegen das Signal an. Genehmigung zu überfahren ist halt sein Signal ist verweigert. Okay. Auch verweigert. Dann bleiben wir tatsächlich mal noch kurz stehen. Aber ich glaube auch das ist wieder defekt hier einfach nur. Ja, wir können weiter. Fahrweg ist gesichert. Auf eigene Verantwortung geht's jetzt hier weiter. Das würde mich jetzt mal noch interessieren. Gilt das an der Stelle hier als Bahnübergang, wenn unser Gleis zur Hälfte auf der Straße verläuft? Oder nicht? Weil wir queren ja nicht die Straße. Wir befahren sie. Wir sind ja in dem Moment eine Art Straßenbahn. Linksverkehr ist nur in England. Zumindest was Europa angeht. Und dann kommt da hinten ein schöner Wagen zum Vorschein. Sogar mehrere. Siehe da, siehe da. So, gib mir Bremskraft, liebe Lokomotive. Licht können wir auch schon umschalten.
Puffer sind auch wieder gestaucht. Einmal aussteigen, schnell runterkraxeln. Die Rangierkupplung einhängen wieder komischerweise. Wenn die in echt dann unten bleibt. Zack. Einmal rein. So, Licht hatte ich auch schon umgestellt. Wunderbar. Wir beamen uns wieder in die Lokomotive zurück. Die Bremse geht auf Null. Die Lokbremse wird gelöst. Der Fahrtrichtungswender geht in die andere Richtung. Und dann heißt es wieder Abfahrt. Bis wohin müssen wir denn dieses Mal? Auf das Nebengleis einfach nur und die anderen Wagen auch ankuppeln. Alles klar. Einmal nach vorn ziehen. So, wie viele Aufträge haben wir noch? 2, 4, 6, 8. Mit dem 9. Ja, dauert nicht mehr lange. Das Rangieren macht einfach mal wieder Spaß. Wenn man es so lange nicht gemacht hat. Uiuiuiuiui. Die Lokomotive hängt wieder ganz schräg. Schwebt wieder über dem Gleis. So. Die Lokomotive hält an. Dann müssen wir einmal die Weiche umlegen. Ist auch wieder eine Handweiche. Und dann geht es für uns. Ach nein. Wieder zurück. Leistung auf Null. Richtung rückwärts. Ja, wir stehen schon fast auf der Straße drauf, ne? Aber so, dass noch kein Auto zu Schaden kommen würde, wenn eins käme. Was ja hier eh nicht der Fall ist. Und dann Leistung bitte wieder dazu. Unser Rangierbegleiter leistet jetzt wieder tatkräftige Arbeit. Wir stecken unser Köpfchen zum Fenster raus. Ich weiß gar nicht, ob man hier beim Rangieren überhaupt den Zeitplan komplett einhalten kann. Insofern es überhaupt einen Zeitplan gibt. Ich glaube, hier kommt es wirklich mehr darauf an, dass du deinen Job sauber erledigst, dass kein Wagen entgleist, dass du nicht entgleist, dass keiner hier umkommt, dass die Wagen dort abgestellt werden, wo sie abgestellt werden sollen. Ums, ja. Hart, aber fair. Was ist denn das für eine coole Anhängekupplung? Okay, also den Zughaken, den muss mir mal einer in echt zeigen. Zack, dran. So, wir gucken nach den Lämpchen. Die werden auf weiß eingestellt. Wir switchen uns hier oben rein. Zack, da sitzen wir. Bremse wird gelöst. Fahrtrichtung nach vorne. Leistung auf aus. Und los geht es. Mal wieder nicht. Ach. Aus, neutral. Los geht's. Hansahafen 104. Das wäre dann das Gleis wieder. Genau, da können wir gerade ausfahren. Alles klar. Volle Leistung. Die Wagen sind jetzt echt schwer. Vollgeladen. Das bedeutet dann auch für uns ein bisschen mehr Acht geben, was das Abbremsen angeht. Das wird nicht so leicht, wie das gerade bei den leeren Containerwagen scheinbar der Fall war. Kurz zur Info, ich habe jetzt 100% Leistung aufgeschaltet und die Lokomotive kommt immer noch nicht so richtig aus dem Knick. Also die sind voll. Randvoll die Wagen. Da vorne nach dem Signal gucken, da kommen ja auch gleich eins, ne? Da
Alles klar, ist auf freie Fahrt eingestellt. Teilen uns wieder die Straße. In dem Fall sind wir sogar richtig unterwegs. Immer schön rechts fahren. Das gilt ja auf den Hauptstrecken in Deutschland, auf den zweigleisigen Hauptstrecken sowieso. Und hier im Straßenbetrieb gilt es für uns eigentlich auch. Klar, bei einem Gleis, wenn du da lang musst, dann musst du halt entgegenfahren. So, ich dachte jetzt schon, die Weiche wäre hier falsch gestellt. Worldwide. Dann haben wir Wave, RS Transco und unten drunter Farshore Logistics. Speichern sollten wir mal. Das haben wir noch gar nicht gemacht heute. Und stop it. Man kann eigentlich auch Schnellbremsung machen. Macht hier gar keinen Unterschied. Das Lichtchen. Wieder auf rot eingestellt. Dann das Signal hier vorne ist auch noch rot. Soll es aber nicht bleiben. Wir müssen von Hansahafen 104 nach Saalehafen 203. Zurück. Das bedeutet, die Weiche ist richtig gestellt. Diese ebenfalls. Und der Fahrweg ist. Ja, gesichert. Nicht wundern, Signal ist mal wieder noch rot. Fahrtrichtung verändern. Ab die Post. Oh, die kommt echt nicht weg. Ist ja sowieso gesichert. Hab's abgeprüft. Kommt auch kein Auto. Alter, mit den Dingern 25 km/h. Würde ich im Leben nie in echt fahren. Der Zug bremst sowas von schlecht. Das ist so viel Masse, die hier vorne dran hängt. Das Ding rollt hier gerade über die Schienen wie so ein richtiger Panzer. Also das Ding ist ein Panzer auf Schienen. Genau genommen. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo es hier lang geht. Wir machen schön langsam. Irgendwelche Brücken. Da gibt es hier einen Rohre. Ach, das wäre dann für uns das Gleis da vorne. Oh. Zieh dir das mal rein. Wie cool ist das denn? Einmal über die Elbe drüber. Diesmal Brücke ohne Geländer. Sieht viel schöner aus. Also ohne so ein hohes. Beziehungsweise ist ja kein Geländer. Das ist ja, ja, Brückenträger. Ich weiß jetzt nicht, wie man das bezeichnen soll. Aber in der Regel sind ja hier im TS diese Bogenbrücken verbaut. Bogenbrücke ist auch der falsche Begriff dafür. Diese Eisenträgerbrücken.
So, wir stehen. Und jetzt bitte auf keinen Fall diese Wagen mit den Rohren ankuppeln. Bitte nicht. Alles nur das nicht. Die fahren sich nämlich noch viel fieser als jetzt hier die vollgeladenen Schimmels. Ja, das waren jetzt. Ja, Schimmels. So, das Licht wieder umgestellt. Vorne leuchtet's. Nee, das sieht so schön aus. Mal für einen Moment genießen das Bild. So klasse. Okay. Saalhafen 204. Das sind dann die Wagen hier. Stimmt, so habe ich recht, ja. Na gut. Dann heißt es also doch, die Dinger ankuppeln. Na? Möchte wieder nicht. Wieso möchte nicht? Ach, na klar. Bremse voll angezogen. Dann würde ich auch nicht wollen. Ah, habe ich noch gar nicht gesehen. Hier oben haben wir die 2 und da drüben dann die 1. Für die entsprechende Richtung. Vmax 80. Schrittgeschwindigkeit 80. Ach so, und Tunnel größer 1000 Meter? Hä, dürfen nicht durchfahren werden, ist das richtig? Wieso sollten Tunnel größer 1000 Meter nicht durchfahren werden? Oder ist es kleiner? Ich kann das Zeichen nicht richtig sehen. Müsste doch über unsere Nase auch nochmal sein. Ja. Aber das sieht man auch nicht. Umgestellt und wieder an die Wagen dran. Lösen, 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 lösen. Das war eine knappe Sache. Das war so nicht geplant. Die Lokomotive ist mir jetzt ein bisschen durch die Lappen gegangen. Wir dürfen langsam natürlich an die Wagen dranfahren. Na? Wollen sie nicht? Was ist denn eigentlich deine Meinung zur Vossloh G6? Würde ich mal noch gerne hören. Lieber das nächste Mal, wenn wir rangieren, eine andere Diesellokomotive oder dasselbe kleine Monster nochmal. Ich finde ja so schön, wahrscheinlich weil das die einzige richtige kleine Diesellokomotive ist zum Rangieren, die eben ja Expertline-Niveau hat. Alles andere ist ja dann irgendwie. Ja, eben nicht von VR bisher. Wobei ich die neue V100 von DTG auch sehr gut finde. Die macht mir auch richtig Spaß zum Fahren. Aber es ist halt ein, ja, ein relativ altes Fahrzeug. Noch zu DDR-Zeiten viel eingesetzt. Was jetzt natürlich kein Grund ist, wieso man das Fahrzeug nicht fahren sollte. Aber ich finde, das passt in so ein neues Szenario halt hier. Ja, nicht unbedingt rein.
dann müsste man schon sagen, okay, man schafft sich die Route Projekt Freiberg zum Beispiel und tuckelt dann da eben mit der Diesellokomotive ein bisschen hin und her. Was soll man davon anhalten? Ich ahne Schlimmes. Wir müssen wahrscheinlich auch noch die anderen Rohre mit anhängen. Komm, anhalten. Das ist zu weit. Viel zu weit. Das war nicht geplant. Ich sag's doch, die Wagen fahren sich echt, echt bescheiden. Wieder auf Rot umschalten. An den Start des Zuges springen und dann sollten wir auch schon wieder losrollen. Sollten heißt natürlich nicht müssen. Jetzt aber. Uiuiui, 6-Achser, vollgeladen mit Eisenrohren. Was die Dinger wohl wiegen? Meine Güte, meine Güte. Ach so, war. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, ist die Weiche schon gestellt? Nee, ist sie nämlich noch nicht. Super, dass es hier eine Pausefunktion gibt. So, bei 202 stellen wir die Wagen ab. Und ziehen dann sicherlich den ganzen Zug noch einmal nach Viertel 621. Der große Kran im Hafen. Das zeichnet eben auch so ein bisschen den Hamburger Hafen aus. Die haben diese riesengroßen Containerkräne. Die sieht man von der Autobahn immer richtig schön, wenn man vor der Einfahrt in den Elbtunnel ist. Riesige Teile sind das. So, mit den Dingen dürfen wir wirklich nirgendwo zu schnell dran fahren. Sonst gucken hier hinten auch die Wagen schnell mal über den Prellbock hinaus. Also ohne Rangierbegleiter die Dinger zu fahren, möchte ich auch nicht machen in echt. Das ist so eine Aufgabe. Nee, muss nicht sein. Darf ja eigentlich auch gar nicht dann. Weil wir können das Ende des Zuges gar nicht einsehen. Und wir können auch nicht oben drüber weggucken. Die Vossloh G6 ist von der Höhe schon ja ziemlich hoch, aber man kann eben nicht drüber wegschauen. Man sieht nicht, wann man hier vorne wirklich dran ist. Man kann auch nicht sehen, was sich hier vorne wirklich abspielt. Gerade wenn jetzt hier der Rangierer zum Beispiel zwischen den Puffern steht oder irgendwas. Das bekommt keiner mit. Wumms. Ja. Wenn man da dazwischen steht, dann, ja, kannst du dich wirklich nur noch verabschieden. Da ist kein Spielraum zum Überleben.
Rückwärts. Bremse lösen, bitte. Vettel 621. Oh, 1,7 Kilometer. Gucken, wie die Weichen gestellt sind. Hoffentlich alles richtig. Einmal über die Straße wieder drüber. Dann geht's durch, durch, durch. Wieder hinten in unser Lieblingsabstellgleis. Passen wir da überhaupt rein? Wir werden's sehen. Testen aus. Rüber auf die andere Seite. Ist bei 0, ist bei 0. Los geht's. Und jetzt volle Leistung. Liebe Vossloh G6, jetzt musst du deine Höchstleistung erbringen. Was Schwereres hatten wir heute noch nicht am Zughaken dran. Ich weiß gar nicht, ob das die normale Rangierkupplung mitmachen würde. Ich glaube, die Belastungsgrenze ist da echt überschritten. Ja, die Lok freut sich auch, wenn sie nicht mehr so stark schleppen muss. Unser kleiner Schwerlasttransport. Fahrweg ist auch hier wieder gesichert. Nicht wundern, dass das Signal auf Rot steht, das haben wir schon in der Übersichtsansicht gesehen. Und dann ist der ganze Fahrweg schon gestellt. Ja, einer weiß noch. Aber dahinter ist noch gar nichts geschalten. Wieso? Einmal grün. Ah, das spinnt sicherlich wieder das Signal. Ja, können wir auch noch überfahren. Alles kein Problem. So, wenn wir die Wagen dann in Vettel Gleis 512 abgestellt haben, dann haben wir es für heute auch geschafft. Da ist dann Dienstende und ja, um die ganzen Sachen mal ein ganz kleines bisschen vorzugreifen. Wenn dir das Video bis hierher schon gefallen hat und überhaupt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video ein Däumchen nach oben gibst. Die 2-3 Sekunden und den einen Klick, den kannst du ruhig mal machen. Wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, Däumchen mal nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, ja, dann auch mal ein Däumchen nach unten. Dann kann ich so ein bisschen ablesen, ob dir Rangierszenarien hier aufgefallen, ob man das zwischendrin mal machen kann. Das wird nicht zur Haupttätigkeit werden, das kann ich dir jetzt schon sagen, weil dafür ist das Rangieren einfach auch mit extrem viel Konzentration die ganze Zeit verbunden. Man muss immer schauen, wo geht es als nächstes hin, welche Wagen muss ich jetzt ankuppeln, wie viele muss ich abkuppeln, wo darf ich den stehen lassen, darf ich fahren, darf ich nicht fahren, in welche Richtung, Lichtwechsel und so weiter und so fort. Dann die Eisenbahnsignale natürlich auch noch immer ein bisschen beachten. Selbst noch Fahrdienstleiter hier spielen, zusätzlich zur Lokführeraufgabe, und das ist auf Dauer echt ein bisschen krass. Deswegen gerne zwischendurch mal rangieren, ja, habe ich nichts dagegen, macht viel Spaß. Gerade mit so einem Schmuckstück wie der G6 von Vossloh. Und ja, ich denke mal, das kann man so beibehalten. Da haben wir alle unseren Spaß dran. Immer mal zwischendurch eine Runde rangieren. Wir haben das jetzt lange nicht mehr gemacht. Gut, die Vossloh G6 sind wir schon mal gefahren, ja. Aber das eigentliche Rangieren als Betrieb sehr selten. Ich weiß, das Signal ist rot. Ich fahre auch absichtlich weiter. Der Weg vor uns ist, wie gesagt, freigegeben. Wir können mal drauf drücken. Ja, sagt eigentlich auch verweigert, aber wenn wir uns Zeit dran halten würden, dann würde das Szenario nie enden. Wir würden dauerhaft hier vor dem Signal stehen bleiben. Der Train Simulator hat eben dann auch wieder seine Problemchen. Das ist dann die nächste Sache, die man immer ein bisschen mit, ja, im Auge behalten muss.
Inwiefern lohnt es sich jetzt im Simulator, sich an die Regeln zu halten? Wo muss ich sie übertreten? Wo muss ich die Richtlinien der Bahn ein bisschen strecken? Du kannst hier nicht alles wirklich eins zu eins umsetzen. So, und jetzt wird es richtig spannend. Ich glaube nämlich nicht, dass wir in dieses Abstellgleis reinpassen. Das wird jetzt sehr spannend. Was meinst du? Passen wir rein oder nicht? Hat der Szenario-Bauer da gepennt oder haben wir vielleicht auch einfach nur einen Fehler gemacht? Das ist natürlich auch möglich. Niemals. Das geht nicht. Das geht nicht, nein. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. 621 steht der Haltauftrag. Dann halten wir jetzt erstmal so an. Stehen auf Viertel 621. Wir kuppeln dann die Wagen ab und bringen die teilweise. Ja, teilweise auf 512. Oder bekommen wir das hin, wenn wir andersrum fahren? Ist 512 frei? 512 ist frei. Wir können andersrum rein manövrieren. Ja, wunderbar. Müssen wir wieder einmal komplett durch den Güterbahnhof durch, okay. Hätte uns auch hier vorne auf 531 anhalten lassen können. Na gut, was tut man nicht alles, um den Güterbahnhof zu erkunden? 621 ist erledigt, okay, 512. Jetzt noch überprüfen, ob der Fahrweg auch richtig ist. Das sind aber alles automatisch gestellte Weichen. Von daher sollte es der Fall sein. Yep, und dann geht's raus für uns. Bis Vettel 1248-2. Das ist ja dann wieder Hauptstrecke da draußen, ne? Okay, gut. Wir machen das jetzt auch folgendermaßen. Wir gehen an der Stelle mal unrechtmäßig vor und fahren mit VMAX 40. Sonst schlafe nicht nur ich ein, sondern auch die Fahrdienstleitung. So, come on. Einmal 100%, liebe kleine GG6. Ich finde sowieso, Rangierlokomotiven kommen hier im Train Simulator echt zu kurz. So ein richtig voll funktionsfähiger KÖV fände ich mal noch schön. KÖV 3 meinetwegen. Oder, was gibt's noch? Wir fahren jetzt mal, wie gesagt, ein bisschen schneller als 25, gehen wir auf 40, ausnahmsweise. Ich weiß, es gehört sich nicht. Aber stell dir vor, ich mach's trotzdem. Ja, KÖV wäre ganz geil. Eine V60 mit einer anderen Bedienung, würde ich mir mal wünschen. Oder mit einem anderen Skript. Also nicht die DTG-Version. Nochmal so auf dem Stand Pro-Line, wie sie DTG ja jetzt gerne auf Steam anpreist. Was dann halt auch meistens einfach nur die Fahrzeuge sind von RSSLO, sprich die Advanced-Versionen. Oder von Trains in Germany, die Fahrzeuge, beziehungsweise von Virtual Railroads, was da halt rauskommt. Battle 512. Ja, ist noch ein bisschen länger, ein bisschen weiter von uns entfernt. Kurz mal eine Übersicht schaffen, wo wir jetzt anhalten müssen. Das dürfte dann theoretisch das
Gleis hier auf der rechten Seite sein. Also auf der Brücke müssen wir wahrscheinlich stehen bleiben. Da ist sogar ein Fahrauftrag eingetragen. Okay, das geht klar. Ja, wenn wir auf den Brücken anhalten, dann läuft das. Das sieht doch cool aus, oder? Wie gesagt, auf jeden Fall jetzt hier zu schnell. In echt machst du es nicht. Oder nur einmal. Und dann wahrscheinlich nie wieder. Prüfung des Fahrwegs. Wir könnten schon... Ne, 512 braucht noch die nächste Weiche. Und dann halten wir jetzt an auf der Brücke hier. Okay. Der Zug steht. Was sagt das Gleissperrsignal? Das sagt freie Fahrt. Suppi. Überprüfen, ob die Weichen auch schon gestellt sind. Genau, das sind sie. Ja, geht's weiter mit Aufträgen? Da kommt noch was. Ach, auf 621 halten wir dann wahrscheinlich nochmal mit der Lokomotive an. Ja. Die Lokomotive nur noch abstellen. Ja gut, das ist auch kein Problem. Es geht fix. Ganz schnell. Oh, freue ich mich, dass ich endlich mal wieder vorne rausgucken kann. So, ist das Licht schon umgeschalten? Ja, ist es. Zuverlässig, wie wir sind. Mit der North Rail-Lokomotive hatten wir das letzte Mal den Triebzug abgeschleppt, ne? Auf der Wutachtalbahn. Ansonsten ist die North Rail G6, glaube ich, bei mir noch nie zum Einsatz gekommen. Bisher halt nur die Version von der DB. Also die grün-grau. Und sind wir schon mal die lila, ne, gefahren? Ich glaube, daran könnte ich mich erinnern, wenn wir die Lila gemeinsam schon mal gefahren sind. Privat bin ich die einmal gefahren. Ich bin jetzt sowieso, also im Trainsimulator privat, wann bin ich denn das letzte Mal privat gefahren? Das ist Jahre her. 3, 4, bestimmt. So, abspeichern nochmal. Und dann steht der Zug jetzt gleich. Ein letztes Mal die Kupplung aushängen. Zack, nach oben geklappt. Das geht natürlich auch nicht, wenn hier der Wagen noch direkt dran steht. Würde einfach blockieren an der Stelle, aber... Ah. Das hat der Fahrtrichtungswende hier ein bisschen gemogelt. Und ein letztes Mal geht es in die Abstellung mit der Lokomotive und dann haben wir es für heute geschafft. So, das machen wir jetzt auch wieder schön nach Vorbild. Mit VMAX 25. Signal zeigt freie Fahrt. Lämpchen sind auch alle richtig eingestellt. Hinten rot, vorne weiß. Ich weiß, fürs Rangieren ist auch das nicht richtig. Auf beiden Seiten dreimal die
weißen Lämpchen. Aber was soll ich anderes machen? Die Lokomotive hat nur drei Einstellungen. Entweder beide Lichter auf beiden Seiten aus. Oder alle Lichter aus, kurz gesagt. Auf einer Seite rot, auf der anderen weiß. Oder halt umgekehrt. Weiß und rot. Da kann ich nicht viel machen. Der Handlungsspielraum ist da sehr klein. Da sind mir die Hände gebunden. Wieso dürfen wir eigentlich unsere Lokomotive nicht zu anderen G6 stellen? Steht uns so alleine. Das ist ja schade. Aber okay. Ja, wer kennt's nicht? Das rote Signal dort hinten, ne? Wir klingeln nochmal schnell im Stellwerk durch. Genehmigung zur Überfahrenszeit sein. Signal ist erteilt. Supi. Ja, und dann neigt sich die Fahrt dem Ende zu. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz dolle für deine Aufmerksamkeit und deine Zeit. Das ist das Wichtigste oder das Teuerste, was man einem Menschen schenken kann. Vielen Dank dafür. Wenn es dir gefallen hat, dann freut mich das natürlich noch umso mehr. Und wenn du weitere Fahrten hier mit der schönen Foslo G6 erleben möchtest, dann musst du mir das unten in die Beschreibung hineinschreiben. Riechen kann ich das nämlich nicht. Wenn es dir gefallen hat, dann freut mich das sehr. Und wir sehen uns, wenn du das möchtest, auf jeden Fall in 3 Tagen um 14 Uhr wieder. Bis dahin wünsche ich allseits gute Fahrt, viel Vergnügen bei den Videos. Es gibt Tausende auf diesem Kanal und das ist keine Untertreibung. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.